Herzlich willkommen zurück zu einem Unboxing heute von der Retro Handheld Console von Atari. Habe ich einfach so gesehen, wollte ich haben. Ist quasi wieder Game & Watch von Nintendo, also egal ob jetzt Super Mario oder The Legend of Zelda, mit 50 klassischen Atari Games, welche natürlich auch wieder alle vorinstalliert sind. Und hier stehen falls das denn jemand interessiert, was da drauf ist. So. Aufgeschnitten habe ich es natürlich schon. Ach, relativ schön. Was das ist, weiß ich nicht, aber es liegt hier einfach drinne. Wirkt echt relativ schön. Das AV. On, off, das ist logisch. AV, das heißt, man kann es wahrscheinlich sogar an den Fernseher anschließen. Mal gucken. Batterien. 4x AAA, warte mal. Okay, ich nehme mal an, dass das hier ab muss. Wie auch immer das abgehen soll. Weil ich meine, sonst sieht man ja den Bildschirm nicht. Ist ja auch scheiße. Geh ab, okay, nochmal ein Cut. Okay. Atari. Ach, jetzt kann man die hier alle auswählen. 10 Seiten ist ja logisch, wenn auf jeder nur 5 vertreten sind. Was ist denn Sprintmasters? Die Knöpfe fühlen sich eigentlich ganz okay an. WTF, was ist das denn? Backtop. Wie funktioniert das denn? Ready? Bin ich der Blaue? Nee. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Allerdings gucke ich mal, ob ich das irgendwie... Wie kommt man denn zurück zur Spielerauswahl? Keine Ahnung. Hat auch keine... Ach doch. Hat Sounds. Oh Gott, was sind das denn für Sounds? Das ist ja kaum verkraftbar. Egal, mach das weg. Gut, dann gucken wir das mal gleich noch eventuell am Fernseher an. Also vom Design her finde ich das eigentlich echt schön. Sieht echt clean aus. Vergesst es mit dem Fernseher, ich habe kein AV-Kabel. Ja gut, dann war es das halt hier mit dem Unboxing vom Retro Handheld Console Atari. Das denke ich ganz nett. Ja, aber unbedingt brauchen tut man das natürlich nicht, aber es ist ganz schön, das zu haben. Gut, dann bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit dieses Videos, dieses Unboxings, wie auch immer. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.